Oh nein, das muss nicht ich machen, oder? Moment, wie ging das jetzt hier mit Springen? Oh, ich kann mich hier gar nicht mit bewegen. Ach, das war der Tornado-Dings, okay. Ah, ich werde an dieser einen Stelle wieder sowas von verkacken. Ah. Nein. Ja, lauf. Boah. Dein Ernst? Och nee. Leute, ich will das nicht nochmal machen. Ich habe so gehasst. Das ist doch ätzend. Ah, ach so, jetzt habe ich total vergessen, dass ich springen muss. Vor allen Dingen, ich kann nicht mit der gleichen Taste links-rechts laufen und dann gleichzeitig nach unten ins Bild drücken. Das ist doch bescheuert. Nein! Ich sterbe! Ich bin so klein, mein Herz ist rein. Ich will doch nicht tot sein. Och, kommt, Leute, ernsthaft. Wieso kann man das nicht einfach mit dem Controller machen? Achso, dann fange ich aber zumindest wieder hier an. Das ist auch schon mal gut. Oh. Nein, 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 nein. Ich denke, damit kann man die kaputt machen. Ja, ist mir doch sowas von egal. Oh. Wo bleiben die? Was bist du denn für ein Schnuffi? Ja, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 zum Epilog. Ich schätze, dass es sich jetzt um eine Zeit handelt, die, ja, ein paar Jahre später ist. Crash Bandicoot. Ja, das kann man auch vorne lesen. PlayStation 1. Oje, oje. Okay, was können wir denn hier alles machen? Ist aber kein Surfbrett, oder? Was ist denn das für ein Ding? Hallöchen, ich schaue im Spiegel. Ich sehe gut aus. Ich gehe jetzt aus dem Haus raus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss oder wer ich jetzt bin. Ich vermute mal, dass ich vielleicht jetzt die Tochter von den beiden bin, die darauf wartet, dass ihre Eltern endlich wiederkommen. Ja, da hast du allerdings recht. Nee, also so wie das hier aussieht. Später. So gut. Okay, viel drehen kann man nicht. The Nameless. So ein No-Name-Comic wahrscheinlich. Okay. Mom? Dad? Also der Hund will, dass ich dahin gehe. Also schaue ich mich hier ein bisschen um. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht, weil ich hatte gerade so ein richtig schönes Gefühl. Ach, das Let's Play ist jetzt beendet. Ich hab's geschafft. Und ja, jetzt stehe ich hier und... Ach da. Jetzt stehe ich hier und sehe, es ist nicht beendet. Ja. Moment, zoomen. Ah, okay. Da durfte man jetzt gerne noch mal einen größeren Blick riskieren. Aha, sie haben auch einen begehbaren Kleiderschrank. So was Ähnliches, wie meine Tochter mal haben wollte. Und eine schöne große Dusche. Ja. Und Töpfe als Becken. Okay. Hi, mein Süßer. Ja, ich komme jetzt. Ich wollte aber vorher erstmal die Gegend erkunden. Ich komme sofort. Ja, ja, ja. Die sind wohl abgehauen. Ich will mich doch nur erstmal umsehen. Oh Gott, hier sieht es aber auch wirklich... Also wahrscheinlich haben sie jetzt die Tochter alleine gelassen und die Tochter lebt jetzt hier seit Wochen alleine. Das ist dann wohl ihr Badezimmer, nehme ich an. Und deswegen sieht es jetzt hier so aus.
Ih, der Fisch ist schon ganz schwarz. Apfel ist immer gut, aber immer darauf achten, dass es Bio-Äpfel sind. Oh cool, Sam und Sally kommen zu Besuch. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei. Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Stimmt, kubanische Zigarren. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns. Sag Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Spiel rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Mit Foto. Okay. Da hat sich das doch schon so ein klein wenig gelohnt, dann hier auch mal rumzustöbern. Ich weiß, der Hund will mir jetzt zeigen, wo ich hin muss. Obwohl, ich kann ja theoretisch auch rausgehen. Ich würde aber sagen, rausgehen wir noch nicht. Gut, im schlimmsten Fall verpassen wir... Ernsthaft? Du triffst noch nicht mal und dann lässt du den Apfel da liegen, damit der Hund den fressen kann, oder wieso? Oder damit der vergammelt und dann selber Beine bekommt? Fluffy, wo bist du? Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Ja, danach sehe ich es auf jeden Fall genauso aus wie jetzt, denke ich mal. Wobei ich den Hund ja eher Sam genannt hätte, wow. Aber... So cool. Die muss ich mir mal wieder vom Mom leihen. Eine uralte Polaroid-Kamera, okay. Finde ich cool, weil man die Bilder halt direkt sehen kann, aber ist natürlich auch sehr alte Technik. Das heißt, Digitalbilder sind doch ziemlich cool. Nee, wenn ich das jetzt mache, wird wahrscheinlich Musik angeschaltet, die ich sowieso nicht hören kann. Dementsprechend mache ich das jetzt nicht. So, Fluffy, wo bist du? Hündchen. Komm, oder bist du jetzt draußen? Ach, da bist du. Hallo, mein Süßer. Hast du Hunger? Na gut. Aber nur das eine. Man soll bettelnden Hunden nie etwas geben. Ja, ja, nur das eine. Komm, wir füttern ihn noch weiter. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Mhm. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, aller guten Dinge sind drei, aber ich darf nicht mehr. Na gut. Tut mir leid, mein Süßer. Aber ich gehe mal eine Runde mit dir, Gassi, oder lass dich mal raus. Ich mache jetzt die Tür auf. So. Ach nee, es ist, glaube ich, gar nicht ganz raus. Das ist die Hinterseite, hey. So wie es aussieht. Doch, ist ganz raus. Weg ist sie. Ja. Ist ja nicht so, als ob ein Hund eigentlich beim Zuhause bleiben sollte. Da ist das Backgammon-Spiel. Okay, perfekt. Schon mal alles vorbereitet für die Revanche. Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Okay. Ist man hier irgendwie zum Steg oder so? Ach, der Hund liegt auch schon da. Sehr schön. Niemand da? Nein? Niemand? Okay. Hey, Vicky. Vicky. Du heißt Vicky. Ernsthaft. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Nö, ich will lieber einen Keks. Echt jetzt? Ja. Gut, suche ich sie selbst. Also, auf dem Boot sind sie offenbar nicht. Moment, da ist trotzdem noch was. Das Essen ist hier. Ja, Bier haben sie sich auch schon mal besorgt. Ich denke mal... Ach komm, ich denke mal, raufgehen können wir nicht. Nee. Ist aber schön, dass wir wenigstens hier draußen laufen können.
Das ist ja echt eine große Hütte, die da haben. Wahnsinnig groß für 3 Personen. Sind das jetzt die Nachbarn hier? Ich meine, da sind auch Taucheranzüge. Ich frage mal nach, vielleicht haben die ja gesehen oder so. Hi. Doch, hi. Ich wollte gerade sagen. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Ich glaube, es sind nicht die Nachbarn. Ich glaube, es sind die Büroräume. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Ja. Das Suchgebiet, wo wir sie jetzt suchen müssen. Die sind ja offensichtlich nicht zu Hause. Du hast es rausgefunden. Okay, ist auf jeden Fall nichts, mit dem wir jetzt zu tun hatten. Na, dreh dich, dreh dich. Wow, das wurde toll gesäubert. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesehen hat, als es noch drin war. Ach so. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Okay. Andere Sachen kümmern uns aber... Doch, Moment. Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Mhm. Also, sie scheinen sie auch mitzunehmen. Daran erinnere ich mich. Frisch wie der junge Morgen. Okay. Da ist noch was? Ja, komm, geh noch einen Schritt. Wie albern. Treasure Hunting. Okay. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Oh geil, ich klaue jetzt das Boot und mache einfach selbst eine Runde. Keine Chance. Einfach keine Chance. Wow. Ich wusste es. Und der Schädel von Monkey Island ist auch da. Mori. Was ist das? Da steht aber was anderes drauf, oder? Oder ist das das Gleiche? Ich bin mir nicht sicher. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Aus Spanien. Nein. Was haben wir denn hier noch? Wow, nettes Holster, Dad. Piratenmünze. Ja. Sieht aus wie Avery's Siegel. Halt, ist das Avery's Siegel? Ja, sieht so aus, ne? Na, verstehe. Keine Ahnung, irgendein Harz oder sowas? Seltsam. Cool. Jahrhundert. Wo ist das her? So, hier rechts kann man nichts machen. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Scheint aber kein echter Schädel zu sein. Hallo.
Evelyn hat einen Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einen Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Avery's Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollte sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangay Savai, ja, da wollen sie wahrscheinlich zurückverfolgen, Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung, Notiz über diesen Brief, was sind das für Markierungen? Ich glaube, das war das Erste, was wir gesehen hatten, oder? Achso, mit links kann ich das. Wow. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Halt. Ja. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ja, das ist, also ich werde es jetzt nicht nochmal alles vorlesen, aber das ist genau der Text, den wir schon ganz am Anfang, wo ist der hin, Karte, keine Ahnung. Das ist genau der Text, den wir am Anfang auch gehabt haben. Wir schauen uns das jetzt von außen nochmal so ein bisschen durch, da ist auch ein Polaroid drin. Niemals. Ah, das war das Polaroid. Okay. Ja, ja, das ist dein Dad. Das haben wir alles gesammelt hier. Achso, ist was Ende. Aus kleinen Ursprüngen. Genau. Was ist das? Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Ach, das war das, ja. Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake.
Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich schon. Stimmt. Ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Ja, und das war dann Uncharted 4. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's mega, mega geil. Okay, ich muss zugeben, das Ende fand ich insofern einfach am besten, weil da ja der neue PC da war und dementsprechend alles auch komplett ruckelfrei war und von der Qualität her, von der grafischen Qualität her, für mich zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es auf YouTube dann letztendlich zu sehen ist, aber für mich dann auch nochmal wesentlich besser aussah. Also davor sah es auch schon geil aus, klar, keine Frage, aber danach hat es nochmal so einen richtigen tollen Ticken, wo es dann nochmal besser ausgesehen hat. Und jetzt habe ich gerade schon Schluck auf. Das heißt, ich sollte meine Abmoderation nicht zu lange machen. Also, wie gesagt, ich fand das Spiel unheimlich klasse. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Es ist ja eine Collection Edition. Und da ist ja noch ein zweiter Teil drin. Leider, leider nicht mehr mit ihm. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich werden mir seine Witze doch sehr fehlen. Weil er so vom Charakter her, ja, ich will jetzt nicht sagen, der typische Traummann ist, aber so der typische Adventure-PC-Spiel-Traummann, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil ja halt immer dumme Sprüche zwischendurch, manchmal auch den einen oder anderen Klugen vielleicht noch erwischt. Und überhaupt so diese ganze Beziehung zwischen ihm und seinem Bruder und wie da noch die Frau in Anführungszeichen mit drin hing und so weiter. Das fand ich schon wirklich, wirklich klasse gemacht. Den Epilog, ja, kann man, muss man nicht, aber wie er gemacht war, war auf jeden Fall auch nochmal ganz cool. Und man hat dann ja auch ein bisschen was zumindest noch mitbekommen, wie es jetzt läuft. Also, dass sie dann zusammen eine Tochter bekommen haben, eine ziemlich hübsche nebenbei bemerkt auch. Und dass die halt immer noch mit den beiden da befreundet sind. Also klar, mit seinem Bruder sowieso, aber auch mit diesen Älteren, ich komme gar nicht auf den Namen, auch immer noch weiterhin befreundet sind und so. Und was die halt alles im Endeffekt noch machen, das hatten sie ja schon angedeutet, beziehungsweise schon erklärt am Ende vom letzten Teil. Aber das kam hier auch noch mal recht gut rüber. Da noch so ein paar Erinnerungsstücke, sage ich mal, an die ganzen Folgen. Und doch fand ich sehr, sehr schön gemacht. Überhaupt das ganze Let's Play, also beziehungsweise das ganze Spiel, fand ich richtig, richtig klasse. Ich werde auf jeden Fall auch den nächsten Teil noch spielen. Ich glaube, da sollen zwei Frauen mitspielen. Ich komme gerade nicht drauf, irgendwas mit Legendsy heißt es, glaube ich, Legendsy of Thieves oder so. Das wird auch demnächst hier hochgeladen werden. Allerdings habe ich noch ein paar andere Projekte. Jetzt in 3 Tagen starte ich noch das Projekt The Devil in Me. Also ich starte es jetzt in 3 Tagen am 18. Ihr werdet dieses Video wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder so sehen, weil ich doch ziemliche Vorlaufzeit habe. Entsprechend habt ihr wahrscheinlich sogar The Devil in Me schon gesehen, weil ich das sofort hochladen werde, weil es ist von der Anthologie, von der Dark Pictures Anthologie und das ist meine absolute Lieblingsanthologie, meine absoluten Lieblingsmacher. Natürlich neben den Resident Evil Teilen und ja, sagen wir bis zum 5. und natürlich die ganzen Remakes und natürlich auch neben Tomb Raider und, ich muss dazu sagen, jetzt auch neben Uncharted.
Also es war wirklich klasse gemacht. Leider hat es mit der Steuerung nicht immer so hingehauen. Zum Beispiel, wo wir vom Auto eigentlich weglaufen mussten. Und er lief nicht. Und er trottete da so vor sich hin. Und ich konnte halt nicht rennen, weil er rennt halt automatisch. Ihr habt es ja auch gesehen dann in der Steuerung. Man kann nicht umstellen. Entsprechend war das schon ein bisschen nervenaufreibend. Und manchmal war es auch ein bisschen komisch, dass er dann gesprungen ist und er war plötzlich tot, weil er sich nicht mehr, ja, weil er nicht mehr fangen, also sich festhalten konnte oder so. Und dann hat man den gleichen Sprung auf die gleiche Art und Weise wieder gemacht und man war trotzdem nicht tot, sondern konnte weiterklettern. Das war auch manchmal ein wenig seltsam. Aber abgesehen davon, ja, wie gesagt, ihr hört es ja raus, bin ich total begeistert davon gewesen. Und ja, wer es geschafft hat, mir bis hierhin noch zuzuhören, kann mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt, also Spiel gefunden habt. Und ja, wie ihr dann auch am Ende noch den Epilog gefunden habt, ob der eigentlich überflüssig war, ob der gut dazu gepasst hat. Also ich fand, der hat gut dazu gepasst. Er hat auch nochmal ein paar Dinge erklärt. Und ich fand es einfach irgendwie am Ende nochmal süß gemacht und dann diesen riesen Fluffy da, irgendwie diesen Flohzirkus neben uns. Der war irgendwie total süß, ich weiß auch nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Vielleicht im nächsten Uncharted-Teil, der jetzt bald rauskommt. Vielleicht aber auch einen anderen Let's Play, wenn ihr möchtet. Bis dann. Ciao.